Leute, herzlich willkommen zurück zu Car Mechanic Simulator 2015. Was heißt eigentlich zurück? Zu dem Pickup und SUV DLC Special. Ja, ich hab's euch ja versprochen, wenn mal ein neues DLC rauskommt, hören wir nochmal was voneinander. Dadurch, dass so viele Menschen oder so viele Leute da draußen das einfach so gefeiert haben und ihr das Projekt einfach zu was ganz Besonderem gemacht habt, will ich es mir natürlich nicht nehmen lassen und werde hier in das DLC nochmal reinschauen. Und zwar hier, Pickup und SUV. So, das heißt, wir spielen einfach weiter, weil das Coole ist, da haben wir eben schon Geld. Und müssen wir mal schauen. Wir haben ja in der Garage auch schon einiges stehen. Da müssen wir mal gucken, ob wir jetzt was verkaufen müssen, um eben so ein Pickup oder irgendwas zu kaufen. Es wurde auf jeden Fall Allradkomponenten mit eingefügt. Es wurden 3 neue Fahrzeuge mit eingefügt. Und ja, schauen wir einfach mal. Ich bin echt gespannt. Ich finde es cool, dass dafür immer noch DLCs rauskommen, weil das hebt bei mir dann auch wieder die Lust, da mal wieder reinzuschauen und das Ganze zu spielen. Und ja, mal schauen. Ich hoffe, euch gefällt es natürlich. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr es findet, dass ich jetzt nochmal reinschaue hier, ob ihr das gut findet, dass ich das DLC nochmal vorstelle. Übrigens aktuell, glaube ich, auch sogar bei Steam im Angebot für 2,09 € anstatt 2,99 €. Also Preis ist auch vollkommen in Ordnung. Und lasst halt eben, wie gesagt, auf jeden Fall das Däumchen da, wenn es euch gefällt. So, das wunderschöne Prachtteil hier, unseren Ford Mustang sozusagen, den können wir ja dann erstmal auf dem Parkplatz platzieren. So, und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Moment, Parkplatz wollen wir aktuell nicht. Wir wollen nach draußen. Das war ja hier. Oh, unsere Werkstatt sieht so geil aus, oder? Der Boden ist so pornös. So, Auktionshaus. Wir haben nur 17.100. Okay, müssen wir mal schauen, ob wir dafür was ersteigert kriegen. Ich sehe fast schwarz. Oh Gott, das heißt, wir müssten wahrscheinlich ein Auto veräußern. Müssen wir mal gucken, was wir in der Garage finden, was nicht so toll ist. Obwohl ich ja eigentlich in der Garage... Naja, gut, egal. Schauen wir mal. Jetzt werden erstmal die ganzen Fahrzeuge, die zur Auktion stehen, geladen. Ich hoffe natürlich, dass jetzt was dabei ist und dass der nicht mehr wie 17.100 kostet. Meinetwegen kann er ja komplett Schrott sein. So, den wollen wir auf jeden Fall nicht. Den haben wir nämlich schon, wenn mich nicht alles täuscht. Next one, please. Ja. So. Geht auch bei 16.600 los. Das heißt, gar nicht unsere Preisregion aktuell. Aber naja. Was soll's. So ist das halt. So. Ne. Den wollen wir auf gar keinen Fall. Aber verbleibende Autos. Noch 7 Stück. Ich mach mal beenden. Weil verbleibende Autos sind eben noch 7 Stück. Und ich weiß nicht, wenn ich die jetzt so durchlaufen lasse und dann ja nicht genügend Geld habe, den zu kaufen, dann ist ja wieder das Problem an der ganzen Sache. Dann ist die Auktion für den Arsch und dann müssen wir wieder erst einen Tag warten oder keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie genau das war. Wir schauen auf jeden Fall mal in die Werkstatt und schauen da mal, ob wir Fixi-Twixi da einen reparieren können und nicht reparieren können, ob wir da einen veräußern können. Was wird man denn für den hier kriegen, obwohl ich den eigentlich auf gar keinen 62.000 ist natürlich, ne? 17.177, wieso haben wir nur so wenig? Parkplatz A. Ah, okay. Es gibt jetzt verschiedene Parkplätze. Das ist natürlich cool. Um einfach die Ladezeiten zu verkürzen, so wie es aussieht. Das ist ein cooles Feature. Stimmt, das kam mal mit einem Update. Das hatte ich gelesen. Ach so, und dann kann ich die direkt so rausholen. Ach, das ist ja geil. Ja, wie cool ist das denn? So, warte mal, da holen wir den auch noch raus. Das ist cool. Brauchst du einfach nur draufklicken. Ja, wie geil. So. Dann schauen wir mal. Der kommt auf jeden Fall auf den Parkplatz hier. So. Ja, das Ding hier, ne? Und den hier. Wie viel kriegen wir für den? 60.000. Die werden alle so gleich sein, denke ich. 57. So, und dann schauen wir mal, was wir noch so Schönes haben. Und zwar Tempest Magnum Bolt, Royal GTR, Maluch, Sakura GT20. Das war auch so ein seltener. Delray Custom. Bolt Hellcat? Laden wir mal den noch. Bolt Hellcat? Keine Ahnung. Stand die nicht gerade schon da, die Bolt Hellcat? Ach nee, das ist das olle Ding. Ja, super, den könnte man eigentlich... theoretisch könnte man restaurieren. Aber wir können auch verkaufen. Wisst ihr was? Den verkaufe ich jetzt einfach mal. So.
Den werden wir sowieso nie restaurieren. Dann schauen wir mal, was wir hier noch so Schönes haben. Royal GTA, Tempest Magnum. Mal gucken, der Tempest Magnum, der dürfte restauriert sein. Das ist einer, von dem könnte ich mich auch trennen. Die anderen finde ich einfach zu geil. Der da drüben, der ist einfach Kult. Ach stimmt, hier, das war ja unser... Ja, aber der ist einfach... Ach, ich liebe den. Oh, 65.000, das ist richtig viel wert, Alter. Das ist ja der Obershit. Ja, komm, weg ist er. Kein... Wie geil, kein Öl drin. Na gut, schütt mal noch Öl rein. Weil es so schön ist. Ja, geht auch eine Menge rein. Und ab die Laube. Wie grauenhaft. So, der kann auch wieder auf dem Parkplatz. Und der kann auch wieder auf dem Parkplatz. Und wir gehen zur Auktion lieber hier. Ich weiß gar nicht, ob sonst noch was Neues gekommen ist. Hier ist eigentlich alles easy. Mal gucken hier, ob neue Dings gekommen sind, neue Objekte. Nö. Das ist eigentlich auch alles cool. Ja, gut. Auktionshaus. Na jetzt. Hoffen wir mal, dass ein SUV dabei ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. 3 Stück soll es ja geben. 3 neue SUVs. Und Pickups. Mit Ladefläche hinten. Mit Allrad, mit allem drum und dran. So. Ach, ist immer schade, dass diese Ladezeiten so ultra lang sind bei dem Spiel. Weil es ist wirklich so nice. 10 Autos, okay. Den wollen wir nicht. Den Tempest Magnum, den haben wir noch gerade verkauft. Stadtgebot bei 0 Euro, auch nicht. Auch nicht schlecht. So, next one please. Oh, Delray Custom. Auch aus dem DLC. Aus dem letzten DLC, was kam. Haben wir aber auch schon komplett restauriert. Einmal in weiß in der Werkstatt stehen. Auf dem Parkplatz. Nicht in der Garage. So. Da haben wir den ersten. Ach du Scheiße, ist der teuer. 25,9. Halleluja. Ich glaube, der geht nicht unter 40 raus. Wie ich diese Auktion hasse. Geht gar nicht, oder? Guckt euch doch mal den Preis an. Das ist doch exorbitant. Wird der mich verarschen? Ey, so ein Hurenkind. Ey, entschuldigt echt den Ausdruck. Ey, aber so ein Facket. Ey, ohne Scheiß. 54,4. Habe ich jetzt bezahlt für das Teil. Ey, ohne Mist. Ey, wenn der nicht, keine Ahnung, wie viel Kohle bringt. Ich würde ihn gern mal kennenlernen, ey. Würde ich den gern mal klatschen. Zu einem Scheiß. Au. So, gut. Der steht jetzt auf dem Parkplatz. Den laden wir uns jetzt einmal in die Garage ein und dann werden wir den... Sofort werden wir beginnen, den zu zerlegen und auseinanderzubauen und zu reparieren und sämtliche Sachen damit zu machen. So, einmal hier hinter. Okay, den da. Salem Spectra Fastback. So. Das ist der falsche übrigens. Wieso habe ich den nicht? Was ist das für ein Fail? Ich sehe es gerade, ich habe die ganze Kohle noch. Wieso habe ich den nicht? Ich habe den doch gekauft. Habe ich den nicht gekauft? Hat er mich nochmal überboten? What? Serious? Hat er mich jetzt wirklich nochmal... Ich habe den doch gekauft. Ich habe nur gesehen, ich habe jetzt die ganze Kohle nochmal gehabt. Moment.
Ich reg mich auf und da wird mir warm. So, nächstes Auto. Ich suche gerade was. Scheiße. Was ist denn? Mann, so ein Mist, ey. Haben wir den? Ich hab den doch. War ich hier auf Beenden gedrückt? Nee, oder? Muss man wirklich die Auktion durchlaufen lassen komplett? Ich weiß es nicht. Ach, Mann. Das wollte ich euch hier so schön zeigen. Wollte mal gerade loslegen und ja, dann wieder so. Jetzt habe ich auf der anderen Seite einen Fleck. Was ist hier noch los? Komm, Roy, die kann jetzt schneller rein hier. Das was wird. Nächster. So. Soll ich jetzt, glaube ich, etwas genauer hinschauen. Der ist nicht neu. Nein. Der ist nicht neu. Den gab's schon. Nächster bitte. Oh Mann, hoffentlich ist noch einer dabei vom DLC jetzt. Schön wär's ja. Auch nicht vom DLC. Also ich mache euch die Kamera hier so ein bisschen so vielleicht. Nö. Noch drei Autos. Komm schon. Jörg. Nächster. Wird doch noch einer dabei sein. Das gibt's ja gar nicht. Schon wieder der Royal GTR. In Gelb. Wer macht denn sowas? Nee. Komm schon, gib mir noch einen. Gib mir noch einen. Gib mir noch einen. Ich glaube, die wollen mich verarschen. Schon wieder ein Royal GTR. Kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das war's. Keine Auktion mehr. Oh. Ich war echt der Meinung, dass ich den gekauft hatte. Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Mist. Mann. Was macht man jetzt? Warte mal, haben wir vielleicht einen Auftrag? Warte mal, es sind auch, glaube ich. Neue Teile dazu kommen. Ja, ich glaube, das ist neu. Ja. Ja, genau. Also für den scheint es auch Tuning-Teile zu geben. Ist in dem Felgenshop, ist damals Neues dazugekommen. Auch nicht wirklich, oder? Das finde ich schade. So, was sagt denn das Telefon? So. Dann schauen wir jetzt nochmal. Schauen wir mal ins Auktionshaus, ob wieder ein paar Fahrzeuge da sind. Ich hoffe es zumindest. Weil wenn nicht, dann haben wir jetzt hier eine Viertelstunde einfach so vergeigelt. Ich konnte euch gar nichts zeigen. Obwohl bei mir mal alle so schön ratzi-fatzi ging hier bei Car Mechanic. Aber es ist halt ein bisschen ärgerlich. Oh, 11 Autos wieder. Wow. Krass, was geht denn hier ab? Das heißt, jetzt kriegen wir auf jeden Fall noch einen. Delray Imperator, den wollte ich auch immer haben. Den finde ich cool. Den Delray Imperator. Das ist, wenn mich nicht alles täuscht, ist das mit Sicherheit der neue Dodge Charger oder Challenger. Einer von den beiden. Salem Spectra Fastback. Genau, das war auch aus dem DLC, das gute Stück.
Haben wir aber schon komplett restauriert. Da hat man ja alle Fahrzeuge gemacht. Und wieder nicht. Dam, 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 da, da, dam, dam. Das wird er jetzt bei 11 Autos. Da wird er jetzt mal einer dabei sein von dem neuen DLC, oder? Das kann doch nicht sein. Das wäre jetzt der Oberwitz. Komm schon. Komm schon. Gib mir. Jetzt. Jetzt. Ich hab's im Gefühl. Jetzt kommt's DLC. It's magic. Ja, DLC ist es, aber leider das Falsche. Okay, dann passt auf Folgendes. Und zwar SUV Pickup DLC. Jetzt kommt er. Vom SUV Pickup DLC. It's magic. 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 Magic! Auch nichts gebracht. Schade. Eigentlich. So, jetzt. Spirit Finger. Das war der Spirit Finger. Jetzt kommt definitiv SUV Pickup DLC. Jetzt ist Fakt. Geht ganz anders. Spirit Finger. Royal Bianco. Ja, Royal Bianco. Schön. Schönes Auto. So, jetzt vielleicht. Auch nicht. Ich überlege, ob es das DLC gerade würdig ist, überhaupt hier vorgestellt zu werden. Oh, das kotzt mich schon wieder so an. Warum kommt denn keiner aus dem DLC? Der ist aus dem DLC. Der ist aus dem DLC. 11.345. Den kaufen wir, das wird unser erstes Opfer. Und der sieht auch richtig geil aus. Erhöhen. So, und egal was jetzt passiert, den werde ich kaufen. So. Ja, ja, kannst du bieten, wie du willst, Junge. 94.000 auf dem Konto. Und die gebe ich auch raus, wenn es sein muss. Nein, gebe ich natürlich nicht, aber... Ich überbiete sowieso immer. Lass es doch einfach. Da! Muss den Preis halt unbedingt noch auf 30.000 treiben, ne? Ey, 11.300. 11.300. Was ist das für ein Scheiß? Beatbot. Fuck you. Von 11,3 auf 43,8. Ist der vierfache Preis. Kriegst ja Puls, oder? Das geht ja gar nicht. Ich guck mal, ob vielleicht noch einer dabei ist, aber ich bezweifle es. Wenn, dann können wir uns ja eh nicht leisten, weil er müsste ja 1.000 kosten, dass wir ihn für 30.000 kriegen. So, ach komm, jetzt hier beenden. Fertig ist. Wir haben auf jeden Fall einen und den werden wir jetzt noch schnell ein paar Teile abbauen, werden uns den mal ein bisschen anschauen. Und ja, so sieht es auf jeden Fall erstmal aus. Aber ich denke, es wird ein richtig cooles Teil. Für wie viel haben wir den jetzt gekauft? 44.000, ne? Knapp 44.000 ungefähr. Richtig cool, finde ich super. Nicht. So. Besuch. Geht das auch leise? Nee, weil das ist so. Okay, jetzt bauen wir den schnell auseinander hier. Stoßstange ab, das ab. 2 Minütchen haben wir ja noch ungefähr. So. Kofferraum ist alles schon runter. Stoßstange hinten noch runter. Das noch ab, das noch ab. Und das Teil, die Tür müssen wir noch rausbauen. Das Teil sieht richtig cool aus, finde ich. Also gerade hier vorne Grill und so. Der Motor auch. Das ist schon so eine neuere V8. Das ist echt nice. Ach so. So, ja. Mein Kind ist gerade da. Gekommen mit der verrückten Mutter. So, warte mal, jetzt bauen wir... Hä? Was denn?
Willst du jetzt etwa sagen, dass du nicht verrückt wärst? Ja, Mausi, ich baue noch schnell fertig hier. Dann geht's los. So, okay. Zack, 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 zack. So. Räder auf jeden Fall schon mal alle ab und dann können wir das gute Stück definitiv mal hochlassen und können uns das mal von unten anschauen, weil theoretisch müsste der doch Allrad haben. Hat er kein Allrad, sagst du? Okay. Doch, der hat Allrad. Allrad. Der hat Allrad. Cool. Der hat Allrad. Allrad. So, komm, hier bauen wir einen Auspuff noch ab. Und dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, im nächsten Part geht's weiter. Werden wir uns das gute Stückchen hier, das gute Schmuckstück hier noch ein bisschen mehr zu Gemüte führen. Und werden den quasi komplett zerlegen. Und, ja. Oh, nice. Das sieht ja geil aus. Das ist ja auch komplett neu. Transfer Case. Cool. Antriebswelle kann man ja schon rausbauen, ne? Das sieht ja echt cool aus. Transfer Case. Aber so einen komischen Allrad habe ich ja auch noch nie gesehen. Aber okay. Was soll's? Aha. Das kann man rausnehmen. Jetzt bin ich einmal hier. Jetzt muss ich jetzt genauer untersuchen. Okay, das war's schon. Na gut. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir werden uns, wie gesagt, alle drei Fahrzeuge aus dem DLC anschauen. Und ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen dann wieder. Lasst das Däumchen da. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und ich bin erstmal raus, denn hier nur geht jemand. Tschüss, euer Maggie.